Die aktiven Substanzen von Medikamenten sind meist nur kleine Moleküle. Um ihre Wirkung zu entfalten, docken sie an ein Protein in der Zelle an. Auf diese Weise können sie andere Proteine blockieren, die an einer Krankheit beteiligt sind. Hartmut Oschkinath will wissen, wie die Moleküle an ihrem Ziel binden. Das verrät die Struktur der Proteine, die sie aufklären wollen. Das Ziel unserer Forschungsarbeit ist es, die Prozesse, die in einer Zelle ablaufen, auf atomarer Ebene darzustellen. Zum Beispiel, um die Wechselwirkungen zwischen Proteinen zu verstehen, auch die gegenseitige Modifikation von Proteinen und damit ein Bild darüber zu bekommen, welche Ursachen für Krebsentstehung verantwortlich sind oder für Herz-Kreislauf-Krankheiten, als Voraussetzung sozusagen, um diese dann bekämpfen zu können. Moleküle, die für solche Interaktionen in Frage kommen, werden mithilfe der NMR, der Kernspinresonanzspektroskopie, untersucht. Dafür ist Oschkinaths Arbeitsgruppe bestens ausgestattet. Sie betreibt das moderne NMR-Zentrum des Instituts. Hier ist sowohl die Analyse flüssiger Proben als auch die von Festkörpern möglich. Damit können Oschkinaths Mitarbeiter die Struktur und Dynamik von Proteinen untersuchen. Das Protein, das ich vermessen habe, heißt Alpha-Bikristallin. Und eine besondere Eigenschaft des Alpha-Bikristallins ist, dass es an sich selber binden kann. Mit meiner Messung kann ich diese Kontaktstellen herausfinden. Mit den Kontaktstellen kann ich dann eine Strukturrechnung machen und habe dann die Struktur des Proteins. Die Kontaktstelle selber ist wichtig für die biologische Regulation des Proteins. Funktioniert die Regulation nicht, kann das fatale Folgen haben, insbesondere beim Protein Alpha-B-Krystallin. Es befindet sich im menschlichen Auge. Ist seine Funktion eingeschränkt, führt das zur Trübung der Linse. Wenn die Wissenschaftler in den NMR-Spektren Komponenten finden, die besonders gut an Proteine binden, werden diese systematisch verbessert. Mit den optimierten Molekülen können Oschkinaths Kollegen erneut Untersuchungen anstellen. Dabei ist ihnen auch die Datenverarbeitung behilflich. Am Computer werden unter Verwendung der NMR-Strukturen aussagekräftige Modelle der Wechselwirkung von Substanzen und Proteinen konstruiert. Die Proteinstruktur hilft uns, die Zusammenhänge zwischen der Proteinsequenz, zwischen der Proteinstruktur und der Funktion zu verstehen. Und insbesondere helfen uns Fehlfunktionen, dann genau die Zusammenhänge zu analysieren. Und wenn wir diese Kenntnisse darüber haben, dann neue Ideen zu entwickeln, um pharmakologisch eingreifen zu können. Hartmut Oschkinath hat mittlerweile Substanzen gefunden, die an Proteine binden, welche bei der Entstehung von Krankheiten eine Rolle spielen. Durch kleine Modifikationen dieser Substanzen könnten auch andere krankheitsrelevante Proteine beeinflusst werden. Damit wird die Voraussetzung geschaffen für die Entwicklung neuer therapeutischer Wirkstoffe.